Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pre-Civilization Egypt. Ja, wir bauen hier ein paar Baracken, um unsere neu gewonnene Armee noch ein bisschen weiter ausbauen zu können. Wir sind am Bevölkerungslimit, das heißt, da müssen wir auch mal schauen, dass wir das ändern. Könnten auch im Prinzip mal hier Produktion und hier Lebensmittel holen, ne? Hatten wir 2,2, jetzt haben wir 2,3. Insgesamt in der Summe. 2 Lebensmittel, 3 Produktion. So. Der Rest ist eigentlich ganz okay. 2 da unten. Hier wird noch erkundet, die letzten beiden. Da müssen wir halt schauen, dass wir unser Bevölkerungslimit mal ein bisschen pushen. Da haben wir noch einen feindlichen Stamm entdeckt. Ist die Frage, ob wir den gleich mal platt machen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Der hat 240. Wir haben nur 100. Aha. Aber kommunizieren wollen die nicht mit uns. Könnten sie raiden. Aber dann haben wir auch 126 Gegenwehr. Hat der Gegner. Dann lassen wir das erstmal. Wie sieht es hier bei denen? Können wir hier vielleicht? 59. Das könnten wir mal machen. Komm. 5 Runden. Dann haben wir das schon mal erledigt hier. So. Und wir kriegen ja gleich noch, siehst du, bisschen Militärpower. Hier nämlich. Und da. Und dort auch. Sehr gut. Mission completed. Primitive Army. Discover. Train 300. Ja, da sind wir dabei. Primitive Army. Müssen wir gleich mal gucken. Und wir haben eine neue Karte hier. Jetzt haben wir nämlich ganz Ägypten. Das ist unsere Siedlung. Und hier haben wir ganz Ägypten, was wir auch noch erkunden müssen. Wir haben ein bisschen Essen gefunden. Simple Barracks haben wir. Primitive Army. Wo ist denn das? Craftsmanship Big Boats. Urbanization. Metallurgie hier. Tolz. Keine Ahnung, wo das sein soll. Haben wir doch schon discovered, richtig. Na klar. So, Amration Culture. Wir gucken erstmal, dass wir noch unser Bevölkerungslimit ein bisschen hochkriegen. Da müssen wir Craftsmanship entwickeln. Craftsmanship. Können wir das denn schon entwickeln, ist die Frage. 250 können wir machen. Das haben wir ausgelassen. Hier macht ja nichts. Aber beziehungsweise das Bevölkerungslimit erhöht sich hier erst wieder. Müssen wir aber den Simple Workshop müssen wir machen, nutzt alles nichts. Gut, wir gucken uns mal unsere Siedlung an. Dass wir hier noch ein bisschen, wir kämpfen ja gleich. Dass wir hier nochmal drauf gehen. Gibt Produktion, Lebensmittel. Also hier können wir ruhig nochmal zwei Arbeiter uns gönnen. Aber halt erst, wenn wir fertig sind mit der Geschichte. Was können wir denn hier noch machen? Plus 1. Plus ein. Komm, wir machen das. Das bringt uns, glaube ich, jetzt am weitesten, um unser Bevölkerungslimit hochzukriegen. Sehr gut. So. Minus 50, kein Problem. So, wir sind bei 123, haben plus 9 und sollen schaffen, insgesamt 300 sollen wir kriegen. So, jetzt greifen wir da erstmal an. Ja, mit 130 gegen 64. Wir müssen es eigentlich gewinnen. Easy Victory. Bei 67, der Push nochmal zurück. Nahkampfangriff. 69%. Das ist unsere Armee. Wir sind bei 70%. Und jetzt ziehen sie sich zurück. Jetzt werden sie eingenommen, flankiert. Sehr gut. Wunderbar. Da haben wir den Tribe da schon mal weg. Was ist mit dem hier? Ich habe Blut geleckt.
Komm mal auch, komm, zack, drauf da. Das soll hier erstmal freiräumen. So, eine Runde noch, dann haben wir das Bevölkerungslimit erhöht. Das ist fantastisch. Und wir gehen weiter auf Nahrungsmittel. Erstmal noch, ne? Das heißt, 1, 2 und werden uns hier nochmal die 2 zu Gemüte führen. Dann mal gucken, hier haben wir auch 2 Produktion noch, ist auch nicht so schlecht. Hätten wir noch 3 Produktionen. Also der muss schon mal weg da. 1, 2 ist ja schon mal besser insgesamt. Hier hätten wir noch ein bisschen so Zeugs, ne? Dieses Kulturkram da. Wird schwierig. Hier haben wir minus 2 Lebens. Achso, ja klar. Da greifen wir gleich an. Hier haben wir noch 2 Lebensmittel. Dann holen wir uns die noch. Ja. So. Wir können auch noch übrigens uns die 2 Arbeiter holen. Hier hätten wir auch noch 1, 2. Finde ich nicht verkehrt. Und dann bauen wir noch ein bisschen was. Hier, Population Limit plus 4 gleich. Geht's weiter. Haben wir schon. Ja, haben wir schon. Hier hätten wir noch. Conquer the tribe to the north of the city. Da sind wir ja gerade dabei, oder? Dann machen wir hier mal noch ein Improvement. Das müsste der ja hier sein. Einen anderen, nein, oder der. Wir schauen mal. Plus 17. 5 Runden. Oh. The Hierankopolis Chiefdom. Die Herausforderung beginnt. Wir brauchen viele Ressourcen. Okay. Oh, kein Problem. Vielleicht können wir noch mal gucken. Plus 2 Lebensmittel, plus 1 Building Price geht runter, auch nicht schlecht. Aber ich finde das erstmal nicht schlecht. Ja, das bringt uns hier gleich einen Benefit. Und eine Runde noch. So. Und ein Sandsturm, da gehen doch wieder Sachen kaputt. Ich sehe es kommen. Everywhere minus 1. 2 Runden. Okay. So. North of the city. Ich hoffe, das machen wir. Jetzt kann natürlich auch der hier sein. Die haben zu viel noch. Reconcert. Das geht noch nicht. Das können wir machen, wenn wir hier diese Mission erfüllt haben. Ja. Und die 300 voll haben. Das wäre auch keine schlechte Sache. Plus 2, plus 2. Können wir hier nochmal was machen? Ja, wir können hier die Lebensmittel nochmal ein bisschen pushen. Das machen wir. Um das ein bisschen auszugleichen. So, sehr gut. Ja, greifen wir an, Freunde. Hier. Wir werden immer am Anfang so ein bisschen zurückgedrängt. Grundsätzlich aber kein Problem. Zu viel sollten wir nicht verlieren. Wir wollen die 300 schaffen. Das ist unser Ziel. Du, vielleicht ist das auch schon der Tribe in the North. Ich glaube es aber nicht. Doch, das war er. Sehr cool, das hat sich gelohnt. Gehen wir mal ein... Ne, die Produktion lassen wir mal. Sind wir überbevölkert oder warum haben wir hier so viel... Ach nee, weil wir gerade bauen, alles klar. Alles gut. Wunderbar, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen mal hier rein. Investieren mal hier ein bisschen. Dann sind wir in einer Runde fertig mit Bauen und investieren nochmal in Lebensmittel hier, plus 3, ja? Sonst sind wir, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Wir könnten dann nochmal, wenn das Bevölkerungslimit jetzt hochgesetzt ist, ein bisschen investieren hier, um die 300 zu schaffen. So, plus 300 Kultur bekommen wir. Ja. Beziehungsweise Forschungspunkte halt, ne? Und ein neuer Kult ist verfügbar.
Ach, neuer Kult, können wir hier, gucke mal. Minus 15% Chance für eine Rebellion. Aber Angriffschance haben wir noch, sind wir noch bei 30%. Gut, wir können natürlich hier auch schon mal erkunden. Müssen wir auch machen, unbedingt. Aber ich fände es ganz gut, wenn wir vorher uns hier noch mal ein bisschen konzentrieren. So. Das war gut. Lebensmittel, ja. Lebensmittel. Oh, hier, unbedingt. 4, 3. Habe ich das übersehen? Wahrscheinlich, ne? Gut. Das ist okay. Soweit. So gut. Vielleicht können wir. Ja, nächste Runde mit dem werden wir uns dann mal bemühen. Simple Barracks constructed. Areas improved. Das könnten wir bauen, das könnten wir bauen. Ich würde hier nochmal ein bisschen weiter gehen. Wir müssen nämlich City of Memphis, das ist unser Ziel, Freunde. Da müssen wir uns drauf konzentrieren. Das heißt, das würde ich bauen dann. Ja, aber erst nächste Runde. Weil wir dann nämlich noch einen Arbeiter uns holen können. Okay, the foundation has begun. Okay. Wir können die jetzt unterdrücken und sie bekämpfen. Wir können uns auch mit ihnen verbinden. Ja? 6 Stämme brauchen wir. 10 Runden haben wir Zeit, Freunde. Wir haben 10 Runden Zeit. Wir könnten schon mal 3 uns so holen und 3 bekämpfen oder so. Wir überlegen nochmal. Vielleicht kurz. Build. Zack. Und zack. So. Nächste Runde. Und wir investieren in Arbeiter erstmal unser Geld. Und in Militär. Und könnten dann schon mal anfangen, vielleicht die Armee der 140. Schwierig, ne? Different Animals wollen unsere Führer, unsere Herrscher einsammeln. Um hier verschiedenen Göttern zu. Workers Creation Price minus 5. Building Price minus 5. Machen wir das mal. Kosten die ein bisschen weniger. Kosten nämlich schon 53. Das ist ganz schön viel. Und dann würde ich sagen, wir müssen uns hier mal drum kümmern und mal den ersten Kampf starten, ne? Das wird sowieso eine harte Nummer. Oh, das ging sehr gut. Sehr, sehr gut. Prima. Okay, das war schon mal der erste Kampf. Vielleicht schaffen wir auch die 3 und dann kriegen wir 100 Bonus. Wie viele Runden wären denn das? 60 ungefähr. 3, 4 Runden. 4 Runden. 1. 2. Okay. So, jetzt sind wir hier bei 4. Das ist schon mal gut. Dann haben wir nächste Runde nämlich das Ziel hier geschafft, ne? Das Ding. Dann können wir noch ein bisschen kämpfen. Was ich für eine gute Idee halte. So, ein Nahrungsmittel. Das ist ja schlecht. Hier haben wir 1, 2. Und wir könnten uns sogar noch einen leisten und ein bisschen was bauen. Das haben wir schon constructed. Scout south of the region. Das müssen wir noch machen. Wie sieht es denn hier aus, dass wir hier oben weiterkommen? Ja, geht. Wir müssen ja zur Stadt von Memphis kommen. Weißt du Bescheid? Urbanization. Das wäre auch nochmal wichtig zu erforschen. Was ist denn das? Hier unten. Oh, das ist natürlich noch ein weiter Weg. Urbanization. 470. Gehen wir hier mal hin.
Dann können wir vielleicht dahin, ich weiß es nicht genau. Man so überkreuzt, so ein bisschen geht das, glaube ich, ne? So, ach so, wir wollten was bauen. Kam die Urbanization dazwischen, dann machen wir aber das mal ruhig. So. Nächste Runde. Jawohl, wir haben die 100 dazu bekommen. Sehr, sehr cool. Scout Palästina hier oben. Praise the Gods. Gut. Gucken wir uns mal hier unsere Siedlung an, mit der ich eigentlich ganz zufrieden bin. Wir müssen jetzt hier aber anfangen zu kämpfen, Freunde. Oh, das sind zähe Gegner. Feindliche Anführer schon mal tot. Und? Sehr gut. Machen wir gleich weiter, oder? So lange wie wir können. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das war ein easy win. Nur 8 Leute verloren. Oh, guck mal, hier geht's noch weiter. Ja, komm, die zerschlagen wir, Freunde. Dann sparen wir Ressourcen. Ich finde das keine so schlechte Idee. Wir sparen Ressourcen. Haben eine starke Armee. Dann müssen wir sie auch einsetzen. Fantastisch. Oh, 220. Mit dem könnten wir uns auch uniten. Ich glaube, das wäre hier in dem Fall günstiger. Und da haben wir es schon geschafft. Zwar wieder nur Silber, aber immerhin. Wunderbar. Chiefdom. We should discover Tolls. Ja, wir wollen ja erstmal dieses andere da noch erforschen. Und zwar das hier: Urbanization. Oh, 600 brauchen wir. Gut, gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. So, der baut noch 2 Runden. Das können wir doch mal beschleunigen. So, wunderbar. Gucke mal. Dann können wir hier nochmal neu mischen. Wahrscheinlich, oder? Ja, 2-2 finde ich auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. 1-2. Weil wir Produktion natürlich auch unbedingt brauchen. Dann nehmen wir den doch mal dahin. So, ja. Und gucken mal. Was wir noch bauen können. Haben wir schon. Population Limit plus 3. Scout south of the region. Da müssen wir, glaube ich, uns langsamer dran machen. Hier noch ein bisschen scouten. Das müssen wir sowieso. So. Okay. Können wir das jetzt machen? Oh, capture the territory. Hier, das sollen wir erobern. Was haben die denn für eine Stärke? 223. Eieieiei. Wird aber auch nicht weniger werden, wahrscheinlich, ne? The Warriors are weak. Conquer the tribe. Attack in 5. Machen wir mal. Dann haben wir die gleich schon mal weg. Ja? Dann haben wir da keine Probleme mehr mit denen. Ach, guck mal, hier ist. Ah, nee, das ist alles klar. Sah aus wie so ein. Hier oben ist noch ein feindlicher. Ja, hier oben ist noch ein feindlicher Tribe. Den wollten wir uns auch noch mal holen. Werden wir, glaube ich, auch tun. Gut, nächste Runde. 600 haben wir noch nicht. Brauchen wir ja für Urbanization. Frage ist, ob wir irgendwas anderes Sinnvolles mal bauen können. Wie gesagt, Ziel ist hier oben die City of Memphis. Hier müssten wir weitermachen, ne?
Müssen wir weiter. Oder wir machen hier weiter. Da brauchen wir Urbanisation. Dann hätten wir hier nochmal ein Bevölkerungslimit hochgesetzt. Das ist auch nicht schlecht. Dann sparen wir das erstmal aus. Das können wir uns dann noch überlegen. Dann gehen wir hier den Weg. Uns das auch fast sparen können. Na, wir gehen den Weg, dass wir straight dann hier die beiden, das könnten wir uns sparen. Wir müssen sowieso hier dann weitermachen. Weil wir sonst nicht hier hochkommen. Von hier geht's, glaube ich, nicht weiter, ne? Nein, geht es nicht. Das heißt, wir sparen auf Urbanisation und werden dann die beiden Sachen hier bauen. Und im Moment noch ein bisschen sparen, sparen, sparen. Aha. So wie die Angie Merkel. Ich bin gespannt, Freunde, was das hier gibt. In 3 Runden sind wir schlauer. Vielleicht schon in der nächsten Folge, wahrscheinlich sogar. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, tschüss, dein Lumi.